Namaste, liebe Yogis. Ich begrüße euch zur heutigen Yogastunde. Wir nehmen eine bequeme Sitzposition ein. Ich sitze hier gerade auf einem Block. Könnt euch auch gerne eine Decke oder einen Block unter das Gesäß stellen, um ein bisschen erhöht zu sitzen. Die Hände auf den Knien, entweder Handflächen nach unten oder auch gerne die Handflächen nach oben oder in den Schoß. Genau, hier sieht man es. So auf jeden Fall, dass die Schultern schön nach unten hängen. Wir denken dran, dass wir schön aufrecht sitzen. Die Krone des Haupt zieht nach oben. Dann atmen wir einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das ist so ein Reinigen der Atmung. Und dann vielleicht nochmal tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Dann schließen wir den Mund und beginnen mit der Atmung durch die Nase. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch die Nase. Schauen, dass die Ein- und Ausatmung schön gleichmäßig ist. Na, das ist wichtig. Und auch tief in den Bauch reinatmen, dann in die Brust und das Ganze auch wieder schön rauslassen. Also den Anfang der Stunde kann man auch immer ein bisschen nutzen, um so eine Intention oder ja, so eine Idee für die Praxis sich zu nehmen oder aufzubauen. Dann nehme ich den Block weg. Komm hier in den Vierfüßlerstand, bringe meine großen Zehen zusammen, die Knie sind ungefähr mattenweit, dann setze ich mich auf meinen Fersen ab, wandere mit den Armen nach vorne und komme hier in eine Kindshaltung mit weit geöffneten Knien. Die Arme liegen flach am Boden und dann kann ich auch hier ein bisschen aktiv mit den Händen, den Fingern Stück für Stück nach vorne wandern, meine Wirbelsäule schön lang ziehen und das Gesäß so gut wie möglich auf den Fersen halten. Wir denken auch weiterhin an die gleichmäßige Ein- und Ausatmung. Genau, und dann kann man hier auf seine Fingerspitzen kommen. Der Kopf fällt schön zwischen die Arme zu Boden, die Stirn liegt auf dem Boden. Und dann ziehe ich hier aktiv mit den Armen noch nach vorne, das Gesäß schiebe ich nach hinten. Dann bringe ich meine Handflächen auf den Boden, gehe in den Vierfüßlerstand, Handgelenke unter den Schultern, Knie unter der Hüfte. Und mit meiner Ausatmung komme ich dann hier in so einen Katzenbuckel, Hände fest auf die Matte, einatmen, ich mache mich lang, komme hier in dieses Hohlkreuz, ausatmen. Schön langsam, kontrolliert, den Rücken nach oben rollen und einatmen, in eine neutrale Position zurückkommen. Von hier aus, ich stelle meine Zehen auf, Hände fest auf die Matte und wir drücken uns in den ersten herabschauenden Hund. Können hier mit leichten Gehbewegungen anfangen. Das ist der erste Hund heute in der Session. Deswegen brauchen wir unseren Körper jetzt noch nicht zu sehr unter Stress setzen. Ja, schön Hände fest auf den Boden. Und von hier aus, von meinem herabschauenden Hund, bringe ich die Brust, das Kinn zum Boden, schiebe mich hoch in die Kobra oder in den heraufschauenden Hund und roll mich zurück in die Kindshaltung. Und von meiner Kindshaltung komme ich über den Vierfüßlerstand zurück in den herabschauenden Hund. Passe hier auch meine Position an. Er kann auch so ein bisschen leicht wippen, so etwas dynamisch machen. Von hier aus rolle ich mich nach vorne in den heraufschauenden Hund. In dem heraufschauenden Hund. Wichtig, der Blick geht nach vorne. Brust geht raus, Schultern gehen nach hinten. Und dann mit der Ausatmung auch schön wellenförmig zurück in den herabschauenden Hund. Ja, man soll sich wirklich vorstellen, dass es so eine schöne, flüssige, geschmeidige Bewegung sein soll. Und auch hier
Einatmen, rechtes Bein geht nach oben. Ich öffne meine Hüfte nach rechts. Schauen, dass die Schultern schön parallel zum Boden bleiben. Kann vielleicht ein bisschen so sogar mit dem Fuß kreisen. So, mit der Ausatmung bringe ich das Knie nach vorne zur Stirn. Ja, dann zurück in den Hund. Das Ganze jetzt auf der linken Seite. Wir atmen ein. Linkes Bein geht nach oben. Ich klappe mich nach links auf. Schön strecken, an die Schultern denken. Einatmen, ausatmen. Das Knie geht nach vorne zur Stirn. Und ich bringe es zurück nach hinten. Und dann hier vom Herabschauen in den Hund. Auf die Knie, Brust, Kinn zum Boden. Wir rollen uns hoch in die Cobra, in den heraufschauenden Hund. Und dann von hier aus einatmen. Mit der Ausatmung zurück in unseren herabschauenden Hund. Vielleicht ein bisschen ein zu weiter Stand von mir hier. Ich könnte die Füße noch ein bisschen näher zu mir ranbringen. Von unserem herabschauenden Hund schön nach vorne rollen, gleichmäßig kontrolliert in unseren heraufschauenden Hund. Die Armbeugen etwas nach vorne drehen. Auch gerne den Fuß umlegen. Und dann hier wieder von dem heraufschauenden Hund mit so einer Wellenbewegung in den herabschauenden Hund kommen. Und dann einatmen, das rechte Bein geht nach oben, mit der Ausatmung rechtes Knie nach vorne, rechter Fuß zwischen die Hände, lege den linken Fuß ab, atme ein, Hände gehen nach oben und dann verschränke ich hier meine Hände, bringe sie kurz oberhalb von meinem Knie auf den Oberschenkel, linke Pobacke ist angespannt und mit einer Ausatmung kann ich hier ein Stückchen tiefer in diesen tiefen Lunge, in diesen Ausfallschritt fallen. Ja, auch schön kontrolliert und bitte daran denken, dass die linke Pobacke aktiv ist. Ja, wir wollen hier die Vorderseite des Körpers strecken und einatmen, ausatmen. Ich bringe die Hände zurück zum Boden, strecke den rechten Fuß, dann komme hier in so einen halben Spagat. Einatmen, ich mache mich lang und mit der Ausatmung falle ich ein Stückchen nach vorne. Genau, wichtig ist, dass wir die Zehen aktiv zu uns ziehen, das heißt, die Kniescheibe geht auch nach oben, Oberschenkel ist aktiv. Und dann hier auch immer mit der Einatmung ein bisschen aus der Spannung raus und mit der Ausatmung ein bisschen mehr in die Spannung. Ich winkel mein rechtes Bein wieder ab und mit der Ausatmung bringe ich das rechte Bein, den rechten Fuß wieder nach hinten. Wir sind in unserer Ausgangsposition des herabschauenden Hundes. Von hier aus komme ich in meine Plank. Die zweite Variante von unserem Vinyasa in das tiefe Brett, von dem tiefen Brett einatmen, heraufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Mit der nächsten Einatmung bringe ich das linke Bein nach oben, ausatmen, der linke Fuß kommt nach vorne zwischen unsere Hände, ich setze das rechte Knie ab, einatmen, die Hände gehen nach oben über den Kopf. Mit der Ausatmung die Hände verschränkt auf den linken Oberschenkel und können uns wirklich hier mit den Händen ein bisschen abdrücken, sodass unser Oberkörper schön aufrecht bleibt. Na, und in der Position ist hier jetzt die rechte Pobacke angespannt. Das schützt meinen unteren Rücken. Wie gesagt, es geht uns hier um die Vorderseite, um diese funktionale Kette, die vorne am Körper entlangläuft, genau um den Hüftbeuger. Diese Bauchmuskulatur, weniger um die hintere Linie. Ja, und dann auch hier schön das linke Bein strecken, das Ganze ein bisschen vielleicht dann justieren. Ja, ich bringe die Hände, die Finger auf die Matte, atme ein, ja, mache mich hier ein Stückchen länger und mit der Ausatmung falle ich nach vorne. Ja, und auch hier kann man mal ein bisschen vielleicht mit den Bewegungen spielen, das heißt, ich kann direkt über das linke Bein nach vorne fallen. Ja, ich kann ein Stückchen links von dem Bein nach vorne gehen oder eher
zur Körpermitte nach vorne gehen. Ne? Und hier ist es, je nachdem, wie ich mich nach vorne fallen lasse, desto mehr triggere ich den einen oder anderen Punkt im Körper. Von hier aus, das linke Bein geht zurück, wir sind im hohen Brett, vom hohen Brett in das Tiefe, einatmen, heraufschauender Hund, und dann mit unserer Ausatmung kommen wir in den herabschauenden Hund. Genau, da auch wieder die Füße ein bisschen justieren, vielleicht den Stand etwas enger machen, Blick geht nach hinten, durch unsere Beine. Ja, dann einfach auch hier mal tief einatmen und ausatmen. Ja, das ist eine sehr schöne Ruheposition, die man dann haben kann, um wieder ein bisschen Stille in das Ganze zu bringen. Ja, dann beginne ich langsam mit meinen Händen nach hinten zu den Füßen zu laufen. Einatmen, komme in meine halbe Vorwärtsbeuge, Hände gehen auf die Schienbeine. Mit der Ausatmung in eine Vorwärtsbeuge. Ich kann mir hier meine Ellbogen greifen, die Beine etwas abwinkeln. Und wie gesagt, spielen mit den Bewegungen. Ne? Das muss nicht statisch sein, es kann auch dynamisch sein. Ja, bring meine Hände zurück zur Matte. Ja, mach dann so leichte Gehbewegungen. Streck mal das linke Bein, streck mal das rechte Bein. Ja, und von hier aus beginne ich dann auch wieder in langsamen, kontrollierten Schritten mit den Händen nach vorne zum Mattenanfang zu wandern. Ja, komm dann hier in mein hohes Brett. Wichtig ist, wir drecken hier schön in die Matte. Die Schulterblätter gehen auseinander. Ne? Schön stabil stehen. Also nicht einsinken, dass die Schulterblätter zusammengehen, sondern Schulterblätter auseinander. Wir bringen unsere Knie, Brust und Kinn auf den Boden, schieben uns in so eine Mini-Kobra oder in den heraufschauenden Hund. Blick geht nach vorne. Einatmen und mit der Ausatmung zurück in den herabschauenden Hund. Von hier Blick geht nach vorne, atme ein, ausatmen. Ich komme mit beiden Füßen zwischen meine Hände, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, Hände gehen seitlich nach oben, bring meine Handflächen zusammen, Hände gehen runter zur Brust und wir kommen in einen festen Stand. Das heißt, meine großen Zehen berühren sich, ich habe etwas Abstand zwischen meinen Fersen, einatmen, die Hände gehen nach oben, ausatmen, wir lassen uns nach vorne fallen, ganze Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, Oberkörper parallel in die Knie, Handflächen auf die Matte, Schritt nach hinten, wir kommen ins hohe Brett, verlagern das Gewicht auf die rechte Hand, drehen uns seitlich auf, das heißt, wir kommen in eine Side Plank, linker Arm geht nach oben, unser Blick geht zur linken Hand, wir kommen zurück in unser hohes Brett, in die High Plank, von hier aus Gewicht auf die linke Hand und wir drehen uns auf. Ja, schön vorsichtig sein, dass hier die Hüfte nicht zu tief fällt, sondern wir wollen uns schön rausdrücken, gerade sein. Und kurz Moment noch, ne? Einatmen, mit der nächsten Ausatmung kommt die Hand zur Matte. Wir schieben uns in den herabschauenden Hund. Ja, und von hier aus mit der nächsten Einatmung das rechte Bein nach oben. Ausatmen, rechtes Knie kommt nach vorne, einatmen, rechter Fuß wieder nach oben, ausatmen, rechten Fuß zwischen die Hände. Von hier aus mit der Einatmung in einen hohen Ausfallschritt, in einen High Lunge. Und dann einatmen, ausatmen, linker Arm geht nach vorne, rechter Arm geht nach hinten, Blick geht zum rechten Daumen, wir sind hier in so einer seitlich stehenden Drehung. Ja, mit der nächsten Einatmung, Arme gehen nach oben. Ausatmen, ich bringe meine beiden Hände zurück auf die Matte. Rechter Fuß geht nach hinten. Wir schieben uns in den herabschauenden Hund.
Einatmen, linkes Bein geht nach oben, ausatmen, linkes Knie nach vorne und linker Fuß auf die Matte. Einatmen, wir bringen die Arme hoch, ausatmen, rechter Arm nach vorne, linker Arm nach hinten, seitliche Drehung im Stehen, Blick geht zum linken Daumen. Fuß ist hier aktiv, meine Beine sind aktiv. Schön fester Stand, einatmen, die Hände gehen hoch, ausatmen, Hände auf die Matte, linker Fuß geht zurück zum rechten, von unserem hohen Brett in das tiefe Brett, klapp meine Füße um, schieb mich in den heraufschauenden Hund und dann in den herabschauenden Hund. Und dann können wir hier kurz mal in die Kindshaltung gehen, das heißt, meine Knie gehen auf die Matte, setze mich auf meinen Fersen ab, Hände entweder entspannt nach vorne oder auch gerne seitlich vom Körper legen. Ja, und dann hier in der Position 2, 3-mal ein- und ausatmen. Ja, auch wieder hier so ein Moment, wo man sich vielleicht ein bisschen Stille nehmen kann, ja, wo man die Aktivität rausnimmt. Von hier aus zurück in den Vierfüßlerstand. Ja. Genau, der Block geht auf Seite. Dann bin ich in meinem Vierfüßlerstand und auch einfach hier kurz mal noch so eine kleine Cat-and-Cow-Action. Es ist immer ganz gut, wenn man die Wirbelsäule zwischendurch mal ein bisschen bewegt. Dann, wie gesagt, einatmen, wir machen es schön lang. Und ausatmen, wir drücken hier schön raus, Hände fest auf die Matte. Gut, von hier aus geht's wieder mit der Ausatmung in unseren herabschauenden Hund. Beim herabschauenden Hund, ne, der Druck ist zwischen Daumen und Zeigefinger, also liegt eher in der zur Körpermitte hin in der Hand. Ne, von unserem herabschauenden Hund in unser hohes Brett. Wir halten das Ganze kurz, ne, für 2-3 Atemzüge zurück in den herabschauenden Hund. Dann denkt dran, wenn ihr eure Fersen seht, dann bitte die Füße etwas drehen, sodass die Ferse verschwindet hinter dem Spann. Einatmen, rechtes Bein geht hoch, ausatmen, rechter Fuß nach vorne zwischen unsere Hände. Ja. Linke Hand ist fest auf der Matte, rechte Hand löst sich von der Matte, geht nach oben. Und auch hier wieder so eine seitliche Drehhaltung, Blick geht zur rechten Hand. Linkes Bein ist aktiv, linke Ferse zieht zur Matte. Ausatmen, Hand geht zur Matte. Ich drehe mich zur Mattenmitte, komme hier in so einen weiten Stand. Aus meiner halben Vorwärtsbeuge im weiten Stand mit der Ausatmung in die ganze Vorwärtsbeuge. Wir können uns hier gerne entweder die Schienbeine, die Waden oder auch unten so ein bisschen die Knöchel greifen. Und dann uns ein Stückchen tiefer in diese Vorwärtsbeuge ziehen, also recht aktiv. Ja, Hände beide wieder fest auf die Matte und dann drehen wir uns in die andere Richtung, das heißt, wir stehen wieder am Mattenanfang. Rechte Hand bleibt diesmal auf der Matte, linke Hand geht nach oben, linker Arm, das heißt, wir drehen uns nach links auf, Blick geht zur linken Hand. Rechtes Bein aktiv, rechte Ferse zieht zum Mattenboden. Einatmen, ausatmen, kommen hier in die halbe Vorwärtsbeuge am Anfang unserer Matte. Von hier aus ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge und gerne auch hier mal so ein bisschen die Waden greifen, die Wadenstückchen vielleicht nach oben ziehen und uns näher zu unseren Oberschenkeln bringen. Ganze Vorwärtsbeuge in die Knie. Hände auf die Matte und dann mit einem Schritt nach hinten oder auch einem Sprung in das hohe Brett einatmen, ausatmen, wir kommen in das tiefe Brett, von hier aus einatmen, heraufschauender Hund und dann mit der Ausatmung in den herabschauenden Hund. Von hier aus, ich atme ein. Und dann geht der rechte Fuß nach oben, ausatmen, rechter Fuß nach vorne zwischen unsere Hände. Linke Hand bleibt auf der Matte, wir drehen uns nochmal nach rechts auf, rechter Arm geht nach oben, Blick zur rechten Hand.
Und wie gesagt, in dieser weiten Haltung der Füße bitte Beine aktiv. Von hier aus drehen wir uns zur Mattenmitte in so einen weiten Stand. Von dem weiten Stand auf die andere Seite. Das bedeutet, dass jetzt der rechte Arm am Boden ist. Links klappt auf und wir kommen auch nochmal hier in so eine Drehhaltung. Wir sind jetzt hier einmal um 180 Grad gewandert, sodass wir wieder zur Rückseite der Matte stehen. Bring die Füße wieder zusammen und dann auch hier wieder in den herabschauenden Hund. Leichte Gehbewegungen. Wie gesagt, man muss es nie statisch halten. Und einatmen, rechter Fuß geht hoch, ausatmen, rechter Fuß nach vorne zwischen unsere Hände, stellen den linken Fuß in einen 45 Grad Winkel, kommen in unseren Krieger Nummer 2, Arme sind auf gleicher Höhe, Blick geht nach vorne über die rechte Hand, linke Fußaußenseite drückt in die Matte, Oberschenkel aktiv, einatmen in den friedvollen Krieger, ausatmen, kommen hier in den Seitstütz, das heißt rechter Ellbogen auf den rechten Oberschenkel, linker Arm über den Kopf. Wir wollen hier Länge auf der linken Körperseite schaffen. Blick geht so an unserer linken Achsel vorbei. Einatmen, kommen in eine Sternposition, fallen nach vorne, stehen wieder zur Mattenmitte. Auch hier einatmen. Halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Ellbogen sind nach hinten gedreht. Dann greife ich mit meiner rechten Hand den linken Knöchel. Die linke Hand wandert ein Stückchen nach vorne und ich bin auch hier in so einem leichten Twist. Ja, der Blick geht an der linken Achsel vorbei nach oben. Ja, ich löse das Ganze wieder, komm mit meinen beiden Händen auf die Matte, atme ein, halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Und jetzt ist es so, dass die linke Hand zum rechten Knöchel greift, die rechte Hand geht gerade nach vorne. Wir drehen uns nach rechts und schauen durch unsere rechte Achsel ein bisschen nach oben. Wenn die Position zu stressig sein sollte, einfach hier in so einer weiten Vorwärtsbeuge bleiben. Einatmen. Mit der Ausatmung wandere ich wieder nach vorne zum Mattenanfang. Am Mattenanfang angekommen, Seitstütz mit dem linken Arm, also linker Ellbogen auf dem linken Oberschenkel. Rechter Arm geht nach oben und unser Blick geht hier an der rechten Achsel vorbei und wichtig ist hier in dem Seitstütz, die rechte Handfläche schaut nach unten. Ich atme ein, komme in meinen friedvollen Krieger und von dem friedvollen Krieger mit der Ausatmung in den Krieger Nummer 2. Diesmal drückt die rechte Fußaußenkante schön in den Boden, Beine sind aktiv, Arme auf gleicher Höhe. Mit der nächsten Ausatmung bringen wir unsere beiden Hände zur Matte. Fuß geht nach hinten, wir kommen ins hohe Brett. Drehen uns jetzt hier auf die linke Fußaußenkante, aber es sind beide Arme noch und beide Hände noch auf der Matte. Das heißt, wir kommen hier nur mit unserer unteren Körperhälfte in so eine Sideplank oder in so eine halbe Sideplank, je nachdem. Jetzt sind wir auf der rechten Fußaußenkante und auch hier wieder schön Schulterblätter auseinanderdrücken. Dann von unserem hohen Brett zurück in den herabschauenden Hund, entweder mit einem Sprung oder Schritten nach vorne zum Mattenanfang kommen, halbe Vorwärtsbeuge, mit der nächsten Ausatmung sind wir in der ganzen Vorwärtsbeuge. Wir atmen ein, Hände gehen nach oben, ausatmen, Hände kommen zur Brust. So, ich zeige das Ganze nochmal ein bisschen so von vorne. Von hier aus jetzt in so eine Balancehaltung. Kommen in die ganz normale Baumstellung, einatmen, die Hände gehen nach oben, ausatmen, wir bringen die Hände vor die Brust. Und bitte nicht den Fuß direkt auf das Kniegelenk, auf die Wade oder auf den Oberschenkel ist okay, aber man sollte jetzt nicht hier wirklich zu viel Druck auf das Kniegelenk ausüben. Genau, bis in die Balance verloren.
Wichtig ist hier, dass der linke Fuß fest am Boden steht, der rechte Fuß drückt etwas auf den inneren linken Oberschenkel. Ja, suche uns einen Fixpunkt, am besten nichts Bewegliches. Ja, dann helfe ich mir hier, nimm so den rechten Fuß nach unten, den linken. Rechter Fuß fest auf die Matte, linker Fuß geht an die Innenseite, rechter Oberschenkel, mit der Einatmung bringe ich die Arme über den Kopf, Handflächen gehen zusammen und dann bringe ich meine Hände vor die Brust. Und auch wieder hier merkt man sehr schön, wie dann eben die ganze kleine Muskulatur auch im Fuß arbeitet. Balance ist eh so ein wichtiger Aspekt, der oftmals zu sehr vernachlässigt wird. Dann auch wieder hier helfe ich mir, bring den Fuß zurück auf die Matte. Und dann gehe ich in einen etwas weiteren Stand, atme ein, mit der Ausatmung komme ich nach unten in meine tiefe Hocke. Ja, die Zehen können leicht nach außen zeigen, die müssen nicht parallel nach vorne zeigen. Und in der tiefen Hocke auch schön aufrecht sitzen, können gerne die Handflächen zusammenbringen, die Ellbogen gegen die Knie drücken. Und wir wollen eine gerade Wirbelsäule, die Brust geht raus, wir machen uns lang in der Position. Rechte Hand geht zum Boden, linke Hand geht nach oben, wir drehen uns seitlich auf. Und dann noch hier noch einen Seitenwechsel, das heißt, rechter Arm geht nach oben und wieder nach unten. Immer so eine leichte Seitdrehung in der Hocke ist nie verkehrt. Und dann lasse ich mich hier auch ein bisschen nach vorne fallen, zwischen meine Knie, bringe die Schultern zu den Knien, die Arme gehen nach vorne. Arme gehen nach hinten, ich komme in eine sitzende Position. Bring meine Füße auf die Matte, Knie sind aufgestellt und von hier aus so langsam wie möglich auf die Matte abrollen. Ich möchte hier Wirbel für Wirbel ansteuern und mich schön langsam ablegen. Atmen hier nicht vergessen. Wir schauen erst hier der untere Rücken und dann fangen wir langsam an, die Brustwirbelsäule abzulegen. Das Kinn geht zur Brust. Es kann schon ruhig anstrengend sein. Wir halten, halten, halten und abgelegt. Handflächen auf unsere Knie, Knie zur Brust. Dann kann ich hier entweder so leicht hin und her wippen und mit der Ausatmung, Einatmung ein bisschen spielen. Die Knie und die Oberschenkel ein bisschen gerne ein Stückchen höher ziehen. Dann halte ich das linke Knie fest, das rechte Bein streckt sich aus und dann wechsle ich das Ganze hier so leicht ab. Schön ein bisschen noch was für den Bauch machen. Linker Fuß streckt sich, rechter Fuß streckt sich. Das Ganze kann man hier mal so ein paar Mal abwechseln, auch gerne mit den Handflächen auf den Boden drücken, schauen, dass der untere Rücken sich nicht von der Matte hebt. Dann bleibt das linke Knie oben, rechter Fuß legt sich ab. Ich bringe meine rechte Hand auf das linke Knie. Und dann fällt das linke Knie nach rechts und mein Blick geht nach links zu dem linken ausgestreckten Arm. Und dann kommen wir hier noch zum Schluss in so eine liegende Drehhaltung. Löse ich das Ganze mit der Ausatmung, dann komme ich hier nochmal in mein abwechselndes Knie anziehen und Bein strecken, das heißt, linkes Bein streckt sich, rechtes Bein streckt sich. Wir können den Oberkörper auch gerne ein bisschen hochnehmen, das Kinn zur Brust. Wichtig ist, dass unser unterer Rücken auf der Matte bleibt und das Ganze aus dem Bauch passiert. Wir strecken das Ganze nochmal. Und dann bleibt hier das rechte Knie oben. Ich greife mit meiner linken Hand zum rechten Knie, atme ein und mit der Ausatmung lasse ich das rechte Knie nach links fallen. Mein Blick geht zum rechten ausgestreckten Arm. Und dann für 3, 4 Atemzüge gerne in so einer seitlichen Drehhaltung. Das neutralisiert so ein bisschen die Wirbelsäule. Das Ganze, diese Drehhaltungen sind wirklich gut. Und auch entspannend. Ich atme ein, mit der Ausatmung bringe ich das rechte Knie hoch, ziehe nochmal beide Knie an, atme ein, mit der Ausatmung bringe ich die Knie
näher zu den Schultern. Und mit der Ausatmung komme ich dann hier in unsere letzte Position, Shavasana. Ja, ich bringe meine Hände seitlich von mir auf den Boden, Handflächen zeigen nach oben, die Füße fallen auseinander. Ja, und dann auch hier diese Position einfach nutzen für so einen, vielleicht so einen leichten Bodyscan. Ja, wo sind vielleicht noch Spannungen, Blockaden im Körper? Und dann gerne hier nochmal ein bisschen mit der Atmung arbeiten. Schauen, dass ich die Atmung eventuell kanalisieren kann. Und ihr könnt eben gerne so lange wie möglich bleiben. Nur ich gehe schon aus der Position raus, drehe mich so auf die rechte Seite, nochmal kurz die Hände als Kopfkissen benutzt. Augen sind geschlossen. Und dann nehme ich mir ein bisschen Zeit, um mich in eine aufrechte Sitzposition zu bewegen. Ja, und in diese Sitzposition angekommen, es kann Fersensitz sein, es kann Schneidersitz sein. Ja. Atme ich ein, bringe die Hände nochmal nach oben. Ja, mit der Ausatmung lasse ich mich so ein Stückchen nach vorne fallen. Hände gehen zum Boden. Ja. Atme ein, mit der Einatmung bringe ich die Hände über meinen Körper, vor meine Brust, ne, meine Händeflächen gehen zusammen. Und dann kann ich hier nochmal einen tiefen Atemzug machen, ein- und ausatmen. Und dann bedanke ich mich auch bei euch für die heutige Stunde und wünsche euch noch einen schönen Tag.